Bon après-midi, Monsieur Diam. Il faut cuisinier. Ich lese das Berufsschulbuch Der junge Koch, die junge Köchin. Ein Buch ganz ohne Serifen in der Schrift. Es ist deshalb relativ schwer zu lesen. Ich tue mich auch schwer damit. Ich verspreche mich oft und den Inhalt finde ich oft auch ein bisschen fragwürdig. Ich lese es dennoch vor, weil es das Berufsschulbuch für Köche ist. Ich bin angekommen im Teil Einführung bei Umwelt- und Verbraucherschutz, bei 2 Verbraucherschutz, 2.2 Kennzeichnung von Lebensmitteln. Labeling of Foodstuff, le marquage distinctif des produits alimentaires. Le marquage distinctif des produits alimentaires. Wer in einer Bäckerei lose Ware wie Kleingebäck von der Verkäuferin erhält oder im Restaurant ein Menü bestellt und wissen will, welche Zutaten enthalten sind, kann das Personal direkt fragen. Anders ist es, wenn sich der Kunde selbst bedient. Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung in Klammern LMKV Klammer zu, schreibt darum vor, was zur Information des Verbrauchers auf dem Etikett von verpackten Waren, in Klammern Fertigpackungen, Klammer zu, stehen muss. Beispiel 1, Verkehrsbezeichnung, das ist der Name des Produkts. 2, Menge. 3, Mindesthaltbarkeit oder Verbrauchsdatum. 4, Zutatenliste. 5, Hersteller oder Vertreiber, damit der Verbraucher weiß, an wen er sich bei Reklamationen wenden kann. Dann gibt es auch ein Bild zum Roggenschrotbrot und da wird gezeigt, was was ist. Zutaten sind alle Stoffe, die bei der Herstellung eines Lebensmittels verwendet werden. Beim frischen Brot zum Beispiel Mehl, Getreidestroh, Wasser, Salz und Hefe. Diese Zutaten sind in absteigender Folge anzugeben, also die größten Anteile zuerst, die geringsten zuletzt. Wenn nun das Brot geschnitten, verpackt und auf Vorrat gehalten wird, kann es leicht schimmeln. Darum gibt man manchmal Sorbinsäure als Konservierungsstoffe bei. Konservierungsstoffe sind Zusatzstoffe, in Klammern siehe unten. Wenn eine Zutat, erster Punkt, den Namen, zum Beispiel Roggenschrotbrot, Erdbeerjoghurt oder, und dann kommt nichts mehr, warum auch immer. Zweiter Punkt, wesentlich, zum Beispiel Kräuterbutter, ja. Wie gesagt, ich finde den Text nicht gut und hier merkt man, dass es ein schlechter Text ist. Muss der Anteil dieser Zutat in Prozent genannt werden? Ich habe das gerade richtig vorgelesen. Man nennt diese Besonderheit auch Mengenkennzeichnung oder QID-Richtlinie. Quantitative Ingredient Declaration. Quantitative Ingredient Declaration. QID, mengenmäßige Zutatenangaben. Also, wenn es wesentlich ist, zum Beispiel Kräuterbutter, warum auch immer Kräuterbutter wesentlich ist, oder bei Roggenschrotbrot muss wahrscheinlich das Roggenschrot angegeben werden, in Prozent. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Zusatzstoffe. Zusatzstoffe sind eine besondere Gruppe von Zutaten, die zugegeben werden, um besondere Wirkungen zu erzielen. Solche unerwünschten Wirkungen können sein, erster Punkt, besondere Beschaffenheit, zum Beispiel Gelatine bei Joghurt, damit sich keine Flüssigkeit absetzt. Zweiter Punkt, Erzielung bestimmter Eigenschaften oder Wirkungen, zum Beispiel Carotin, um dem Pudding der Creme eine schöne Farbe zu geben. Steht hier auch schlecht. Dritter Punkt, Konservierung, die Haltbarkeit verlängert. Jeder Zusatzstoff hat eine Nummer. Wenn auf dem Etikett nicht die genaue Bezeichnung dieses Zusatzstoffes genannt ist, sondern nur der Gruppenname, muss die E-Nummer angegeben werden. Beispiel Konservierungsstoffe mit Sorbinsäure oder Konservierungsstoff E200. Warum man auch immer da so Punkte hinmacht. So.
Jetzt gibt es hier an der Seite noch einen Hinweis. Empfindliche Personen können auf bestimmte Stoffe allergisch reagieren. Diesen Menschen ist die Zutatenliste eine Hilfe, denn man kann dort ungünstig wirkende Stoffe erkennen und dann das Produkt meiden. So. Dann gibt es jetzt hier noch eine nächste Doppelseite. Die Zusatzstoffe werden je nach Verwendung in Gruppen eingeteilt. Gruppenname Emulgatoren, Wirkung, halten Gemische von Fett und Wasser zusammen. Beispiel Mono- und Diglyceride, Anwendung zum Beispiel Fertig-, Suppen-, Salatmayonnaise. Antioxidantien hemmen die Verbindung der Lebensmittel mit dem Sauerstoff der Luft und verzögern so den Verderb. Beispiel Ascorbinsäure in Klammern Vitamin C, Tocopherol in Klammern Vitamin E, Milchsäure. Konfitüren, Salatsoßen, Pflanzenöle, Farbstoffe geben, das ist der Gruppenname, geben in den Zubereitungen eine ansprechende Farbe, zum Beispiel Riboflavin, Carotin. Anwendungen sind Cremespeisen, Pudding, Kräuterliköre. Dann gibt es die Gruppen der chemischen Konservierungsmittel, hemmen die Tätigkeit von Mikroben und verhindern so den Verderb. Beispiele sind Benzoesäure, Sorbinsäure, PHB-Ester. Anwendungen in Feinkostprodukten wie Fleisch- oder Heringssalat, bei Toastbrot. Mindesthaltbarkeit und Verbrauchsdatum. Lebensmittel sind nur beschränkt haltbar. Darum müssen die Hersteller dem Weiterverarbeiter, den Händler und den Endverbraucher darüber informieren, wie lange ein Produkt bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar ist. Diesen Zeitpunkt nennt man das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn die auf dem Etikett genannte Frist abgelaufen ist, bedeutet das nicht, dass ein Lebensmittel verdorben ist, dass man es nicht mehr verwenden dürfte. Es muss jedoch sorgfältig auf Mängel geprüft werden. Das Verbrauchsdatum ist bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Hackfleisch anzugeben. Die Kennzeichnung lautet Verbrauchen bis spätestens 12.10. So Haltbarkeit, vorgeschriebene Kennzeichnung, weniger als 3 Monate, mindestens haltbar bis Tag und Monat. So, und bei länger als 18 Monate muss man es nur nach Jahr angeben, was das mit den 18 Monaten soll. Also über 18 Monate nur das Jahr angeben, unter 18 Monate Monat und Jahr, unter 3 Monate Tag und Monat. Jetzt habe ich es verstanden. Gut. Preisangabe. Sinn dieser Bestimmung ist es, dem Verbraucher, dem Gast, Preisvergleiche zu ermöglichen. Darum ist jeder, der Waren oder Dienstleistungen anbietet, zur konkreten Angabe der Preise verpflichtet. Diese Preise müssen Endpreise sein, es dürfen keine weiteren Zuschläge hinzukommen. In der Gastronomie spricht man von Inklusivpreisen. Erster Punkt, im Einzelhandel muss bei Lebensmitteln neben dem Gewicht und dem Einzelpreis auch der Preis pro Kilo, Euro pro Kilogramm genannt werden. Zweiter Punkt, Gaststätten und Restaurants müssen neben dem Eingang ein Verzeichnis wesentlicher Speisen und Getränke anbringen. Das erlaubt dem Gast eine erste Orientierung vor dem Betreten des Lokals. Bei Getränken, in Klammern, außer bei Aufgussgetränken, Klammer zu, muss neben dem Preis auch die Menge genannt werden, also nicht Glas Wein, 4 Euro. Nächster Punkt, eine Angabe wie Forelle Blau nach Größe ist nicht so erlaubt. Richtig ist es so, Forelle Blau nach Größe, Preis XXYY je 100 Gramm. So, wenn 200 Gramm Salami 4 Euro kosten, dann kosten das Kilo 20 Euro. Das muss dabei stehen, das ist hier auch angegeben. Und dann gibt es noch einen Hinweis, nach dem als Verbrauchsdatum genannten Termin darf das Lebensmittel nicht mehr verwendet werden. Das heißt, es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum und ein Verbrauchsdatum. Habe ich eben nicht vorgelesen. Okay.
Qualitätssiegel auf Lebensmittel. Und damit schließt das Ganze. Und das ist so schön. Das lese ich das nächste Mal vor. Tschüss.